Hallo und herzlich willkommen zurück bei Shazadi spielt Cone Exiles, Isle of Siptah. Und ja, wir sind ja das letzte Mal hierher gekommen. Und wir lassen Marengo da erstmal stehen. Und besuchen mal hier die netten Menschen. Wir haben einen Schmied. Ein Priester. Was war das? Der Keto-Priester der schwarzen. Ach, Herrschaftszeiten. Ja, wir sehen uns in Valhalla. Ein der Keto-Priester. Ein Schmied. Und ein Bogenschütze, ja. Und eine Truhe. Oh, und noch eine Truhe. So, wir wurden hier eben auch vom Schwein angegriffen. Das Schwein hat sich null für mich interessiert, wollte aber permanent auf das Pferd. Schriftrolle. Ja. Ja, wir sind eigentlich jetzt schon wieder voll. Das ist immer so. Nee. Den ganzen Kram brauchen wir nicht. Blut, das behalten wir. Die Schriftrolle ist, glaube ich, recht leicht. Die behalten wir. Was haben wir hier? Ein Atemtrank. Und Farbe. Sehr schick. So, dann geht's weiter. Unser Ziel ist ja, hier den neuen Kartenabschnitt uns mal anzugucken, ein bisschen, sofern es geht. Also die Schweine da, diese Wildschweine, das sind hinterlistige Viecher. Das habe ich festgestellt. Ich finde es nur ein bisschen doof, dass wir gerade so wenig sehen. Ich glaube, hier kommen wir gar nicht runter, ne? Ja, lass mal da lang gehen. Hier ist irgendein Gewölbe. Hier ist irgendein Gewölbe. Hör's pulsieren. Was sind das für Viecher? Ich muss weg. Was sind das für Viecher? Nicht getroffen, nicht getroffen. Nicht getroffen, nicht getroffen. Was sind das für Viecher, bitte? Nicht getroffen. Auch nicht getroffen.
Kommen einem aber auch nicht mal ein bisschen nach, dass man die mal ein bisschen repariert kriegt, oder? Ich habe schon wieder keine Pfeile mehr. Aber den eigentlich ja doch wenigstens mal. Das ist gemein, was ihr tut. Einen habe ich. Oh. Ich habe beide. Heilen. Und ich nehme noch eins von den kleinen hinterher. Was sind das für Viecher? Krieg ich da irgendwas? Schwarzes Eis. Das Gewölbe ist hier unten. Was waren das denn für Viecher, bitte? Wo ist mein Pferd? Oh, wie man im Dunkeln nichts sieht, ne? Pferd? Okay. Ach nee, da ist mein Pferd. Hey? Wo habe ich das denn geparkt? Pferd? Geh doch direkt drauf zu, laut Map. Ah! Da du? Das wollte ich jetzt zwar nicht, aber ja. Sondern ich wollte auf dein Inventar zugreifen. Das Klügebräu rausholen, das schwarze Eis reintun. Rückgebildete Ertrunkenen-Schuppe. Wie gesagt, ich tue immer ein bisschen Kram raus von dem, was wir nicht brauchen. Die Fleischfetzen können wir da unten reintun. Bisschen was essen, ist nicht verkehrt. Wie kommen wir denn hier runter? Hier sieht gut aus. Hm? Ach du je. Naja, hoffentlich ist der Mahlstrom bald rum. Oh oh. Oh sch. Scheibenkleister. Tschüss. Ich wollte eigentlich nur mal wissen, was das da für ein Gewölbe ist, Herrschaftszeiten. Der mag uns nicht. Ich meine, ich habe gesehen, dass er größer ist. Oh. Oh, jetzt hat das Pferd keine Ausdauer mehr. Ernsthaft? Oh.
Wo ist denn mein Gaul? Der Gaul rennt nicht, er rennt nicht, er rennt nicht. Da ist noch ein Lager, ein ziemlich großes sogar. Sehr gut. Jetzt wird es wenigstens wieder heller. Da sieht man wenigstens mal, wo man hinrennt, weil das ist mühsam mit dem Dunklen. Das ist echt mühsam. Ach, schießen können wir vom Pferd aus? Warum hält sich's denn jetzt nicht auf? Ach, hinter mir, das ist schon das Neue. Okay. Ja, wie gesagt, ich finde es gerade ein bisschen doof, dass es sich trotzdem, dass der Sturm rum ist. Oder ist das hier so? Kann natürlich sein, dass es hier immer so ist. Weil das hier auch so dunkel ist, alles. Dann sollten wir zusehen, dass wir wieder zurückkommen. Hier mag ich dann noch nicht sein. Weil das ist mühsam. Oder es gibt schlechtes Wetter. Das kannst du natürlich auch. Ah, nee, guck mal, hier wird's hell. Da schaut. Oh, hi. Sorry für die Störung. Also liegt es tatsächlich an dem Inselabschnitt da unten. Gut, dann gehen wir nämlich zu dem anderen. Weil da habe ich keinen Bock drauf. So. Da habe ich keinen Bock drauf. Wir gehen gleich noch mal ganz kurz ein Stück näher. Würde ich sagen. Dass auch wirklich so ist, sobald wir da hinten hinkommen. Dem Pferd geht's gut, mir geht's nicht so gut. Nimm noch mal. Ein Trank. Ach so, essen kann ich dann wahrscheinlich auch nicht. So, ich bin satt. Obwohl, hier sind wir noch am Wasser. Wo ist denn hier der Riesenkollege? Ja, guckt, hier wird's dunkel. Dann ist es hier immer so dunkel. Das ist natürlich doof. Oh, guck mal. Hier sind irgendwelche Ruinen im Wasser. Hier möchte ich dann auch lieber mal alleine hingehen, nicht mit dem Pferd. Also das Pferd ist halt echt schrecklich wehrlos, ne? Schaut, kaum geht man hierher, geht die Sonne auf. Da ist das Chefkrokodil. Lass mal auch mal schön Chef sein. Oh ja, dann kommen wir dann überhaupt darüber? Oder vielleicht an der Grenze entlang? Mal hier lang reiten. Hier so. Weil das müsste ja eigentlich bis auf das Stück hier gehen. Also wenn alle Stricke reißen, packe ich das Pferd in mein Inventar. Oben ist ein Lager. Hier ist es aber auch echt. Bei euch ist das dann ja immer noch mal dusterer.
Es gibt wohl auch neue Begleittiere. Ein Hund? Irgendein Höllenhund oder sowas? Und eine Biene. Hier muss ich nach rechts. Wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Also ein bisschen angucken würde ich mir das ja schon gerne mal. Nur halt nicht so ganz im Dunkeln. Das sieht man ja auf der Map schon, dass das jetzt nicht unbedingt freundlich aussieht, ne? Welche komischen Echsenviecher. Da sind auch wieder welche. Kann das Pferd schwimmen? Frag von Freund. Ja, es kann schwimmen. Ja, schreit ihr mal. Ah, guckt euch mal dieses. Was soll das sein? Ein abgebrochenes Kreuz. Das Pferdchen schwimmt schön. Ja, sieht auch gut aus. Nicht aufhören zu schwimmen, Pferdchen. Nicht aufhören zu schwimmen. Immer schön weiter. Sehr cool. So sollten wir das sogar schaffen. So sollten wir das sogar schaffen. So, jetzt hat es auch gleich wieder Boden unter den Füßen. Juhu. Sehr gut. Dann sind wir jetzt quasi einfach von da hier so durchgeschwommen. Wenn wir jetzt hier nochmal quasi rüber schwimmen würden, wären wir, glaube ich, auch auf der schönen Seite. Aber wir gucken erst nochmal. Ja, hier rechts, hier kommt nämlich auch nochmal. Wir müssen eigentlich nochmal darüber schwimmen. Hier ist die Statue, glaube ich. Ja, komm, wir schwimmen. Das Pferd kann super schwimmen. Hier wird es auch heller. Oder auch nicht. Mal gucken, ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, sieht gut aus. Schwimmen, schwimmen. Wir könnten uns eigentlich aber auch die Statue mal angucken, ne? Wenn wir schon mal hier rumschwimmen. Bin froh, dass es keine Haie gibt oder sowas. Bei Ark schwimmt man nicht so gechillt durchs Wasser. Sagte sie, auf einmal kam von unten der Haps. Nein, ich hoffe nicht. Boah, das sieht aber sehr bedrohlich aus. Hier ist es ja ganz düster. Schaut mal. Ui, ui, ui. Da war was im Wasser, aber ich glaube, es war nur eine Alge. Ich steig hier mal ab. Ja. Das sieht sehr duster aus. Ohohoho. Ob es hier irgendwas gibt? Also, rein kann man nicht, aber ob man drauf. Nee. Aber ob man rauf kann?
sagt uns dann das Licht. Und das ist schon wieder eine Folge um. Es ist doch nicht wahr. Ja, cool. Wie die Zeit vergeht, wenn man so auf Entdeckungsreisen ist, ne? Dann würde ich sagen, wie es weitergeht, sind wir dann in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an. Wenn euch gefällt, was ihr seht, würde ich mich über ein Abo natürlich am meisten freuen. Beim Abonnieren Glocke aktivieren nicht vergessen. Und wir sehen uns dann das nächste Mal bei Cone Exiles Isle of Scepter. Bis dahin, eure Shazadi. Ciao, ciao.